Hast du meinen Euro? Wüst im Hals. Wie war Judiths Party am Samstag? Warst du da? Ja, sei froh, dass du mich eingeladen warst. Obwohl er, ne? Lenny aus der 11. Rumgeknutscht mit Zunge. Oh, cool. Ist ganz süß, oder? Nicht so mein Typ. Bist du jetzt Lesbe oder was, Bitch? Sag das mir, Bitch. Ist doch dein Gebiet. Danke. Wie toll. Wir auch haben. 1795 und damit beginnt die dritte Phase, die bis 1799 andauert. Weiß jemand, wie die heißt? Wahrscheinlich niemand. Bitte. Direktorialzeit? Sehr gut, Sarah. Direktorialzeit. Auch Direktorium genannt. Auch diese Phase unterteilt sich, beginnend mit dem ersten Direktorium. Was ist denn das? Soll ich ihn fragen, ob er mit mir ein Eis essen geht? Hast du ein Foto? Dann ist er wahrscheinlich ein Nerd oder er ist hässlich wie die Nacht. Nichts überstürzen, Chica. Nur weil ich vorgelegt habe, musst du dich auch nicht dem nächstbesten an den Hals schmeißen. Was? Hallo. Alles nicht. Okay. Wo war das denn? Da, jetzt aber. Oh. Sarah, ich kann jetzt nicht. Ich habe ein Date. Ich weiß, im Park mit Lenny. Ich bin auch da, rechts von dir. Bitte, Leonie, nur kurz. Kann man denn so bescheuert sein, einem Typen so hinterher telefonieren? Die haben auf sowas keinen Bock, Sarah. Das war doch schön. Warum meldet er sich nicht mal kurz? Vielleicht hat er eine andere? Glaube ich nicht. Vielleicht bist du ihm auch einfach zu jung. Du hast dich auch älter gemacht. Aber er hat gesagt, dass ich schön bin. Okay, komm mit. Wir brauchen deine Hilfe. Würdest du sie daten? Ist das so eine Frauenpsychonummer? Stell dich nicht so an. Theoretisch daten. Theoretisch, ja. Also easy, Sarah, ja. Du bist bestimmt cool. Aber nicht mein Typ. Okay, könnte einer deiner Freunde Interesse haben? Keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Schwierig. Sie ist ziemlich jung. Wir sind fast gleich alt. Ja, aber du wirkst irgendwie reifer. Mike. Wie wär's mit Mike? Mike. Ja, ist ein bisschen schüchtern bei Frauen, aber... Ja, weil er 2 Zentner wiegt und stinkt. Jetzt hab dich nicht so. Mal, weißt du, dass das im Netz ist? Wenn man länger schaut, sieht man genau, dass du das bist. Und dass du das ganze Ding im Mund hast. Respekt. Seit heute Morgen verbreitet sich der Clip wie ein Waldbrand. Das ist die Schlampenaktion des Jahres. Ich weiß gar nicht, was du dir dabei gedacht hast, Sarah. Echt.